So, das ist das zweite Video. Im letzten Video hatte ich ja so eine Art Einleitung. Und in diesem Video möchte ich ja einfach den Weg meines Herzens festhalten. Zum einen habe ich angefangen, es aufzuschreiben. Und zum anderen, ich habe das Gefühl, ich möchte es einfach raussprechen. Ich habe im letzten Video gesagt, ich möchte es unter anderem raussprechen, um einfach zu sprechen, um das einfach rauszureden. In erster Linie für mich rausreden und danach möchte ich mir das eigene Video anschauen, weil ich festgestellt habe, dass ich mit einigen Anteilen in mir nicht so gut kann und dass ich mich für einige, viele Anteile von mir schäme. Ich möchte gerne mit dieser Scham arbeiten, möchte gerne herausfinden, warum ich denke, dass da was falsch ist. Warum bin ich falsch? Und es ist ganz wichtig für mich, einfach mal was für mich zu machen, ein Video für mich aufzunehmen. Genau. Und mir ist aufgefallen, ich schreibe zwar gerne, aber das rauszusprechen. Die Macht meiner Stimme zu nutzen, mag ich einfach sehr. Und genau. Und jetzt lese ich mir, lese ich der Luna, die liegt nämlich auch hier, was aus dem Buch vor. Und schon wieder erwische ich mich suchend. Suchend nach, ich weiß es nicht genau. Ich dachte, ich wäre keine Suchende mehr. Ich dachte, ich hätte alles gefunden, wonach ich gesucht hatte. Ich dachte, ich hätte den Sinn erkannt und meine Suche beendet. Suche ich immer noch einfach nur aus Gewohnheit, weil ich vergessen habe, dass ich es bereits gefunden hatte. Oder suche ich immer noch, weil wieder diese Sehnsucht aufgekommen ist. Diese Sehnsucht nach etwas Verlorenem, nach etwas Fehlendem in meinem Leben. Etwas zu suchen, von dem man nicht genau weiß, was es ist, was man sucht, ist eine Qual. Diese Suche wird ja dann niemals ein Ende haben. Vielleicht will das Gesuchte gar nicht gefunden werden. Vielleicht soll das Gesuchte gar nicht gefunden werden. Vielleicht darf das Gesuchte gar nicht gefunden werden. Soll ich für immer eine Suchende bleiben? Ist es meine Bestimmung, eine Suchende zu sein? Wir waren vor einigen Wochen mit dem Van unterwegs, an einem wunderschönen Strand in Italien. Ich bin an dem Strand lang gegangen und es war eines der wunderschönsten Strände morgens beim Sonnenaufgang. Und mir liefen Tränen und in meinem Kopf gingen folgende Worte. Okay, ich habe gerade kurz, es hatte geklingelt, die Tür aufgemacht und mein Herz bisschen außer Atem und deswegen fange ich nochmal von vorne an. Da bin ich nun, an einem schönen Strand und suche. Ich suche mich. Wo bin ich? Warum bin ich verloren gegangen? Ich sehe nicht die Schönheit des Strandes. Ich sehe nicht die Schönheit der Welt. Ich suche mich. Wo bin ich? Warum bin ich verloren gegangen? Weiß ich eigentlich, was ich genau suche und warum denke ich, verloren gegangen zu sein? Ich glaube, ich suche meine Essenz, meine Seele oder meine Wahrhaftigkeit. Ich suche mich. Warum bin ich verloren gegangen? Ich atme tief ein und schließe meine Augen. Mein innerer weiser Führer führt mich zu meinem Herzen. Ich fühle mein Herz. Meine Suche ist beendet. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Mein Herz. Wow, nach 37 Jahren Leben. Nach 37 Jahren Leben stelle ich fest, dass ich etwas gesucht habe, was in meiner Brust liegt. Was in mir liegt. Nach 37 Jahren stelle ich fest, wie sehr ich das, was ich gesucht habe, vernachlässigt habe. Mein Herz.
37 Jahren habe ich das Gefühl, dass mein Herz immer kleiner geworden ist, sich zusammengekrümmt hat und sich zurückgezogen hat, nicht mehr mit mir gesprochen hat. Immer leiser geworden ist, stimmt nicht, es ist still geworden. Als wäre es ein Kind, was irgendwann aufgehört hat, Fragen zu stellen, Sachen zu sagen, weil man ihm eh nicht zuhört. Es spricht nicht mehr mit mir. Oder es spricht nur noch sehr leise. Wie konnte das passieren, dass ich mein Herz all die Jahre ignoriert und überhört habe? Wie konnte es passieren, dass ich mein Herz all die Jahre nicht wirklich fühlen konnte? War mir niemals wirklich klar, wie essentiell wichtig mein Herz für mein Leben ist. War mir niemals klar, dass ich meinem Herz bedingungslos vertrauen kann. Doch woher weiß ich, dass es so ist? Woher weiß ich, dass ich meinem Herz vertrauen kann? Woher weiß ich von der universellen Intelligenz meines Herzens? Woher? Wer will das überhaupt wissen? Wer hat diese Fragen gestellt? Mein Verstand, mein Ego? Ich weiß es nicht, aber ich fühle es. Wenn ich mich auf mein Herz konzentriere, fühle ich es. Ich fühle diese Weisheit. Ich fühle diese Liebe und ich fühle dieses Vertrauen. Ich fühle mein Herz und weiß einfach, dass das Herz dazu da ist, mich zu führen. Ich weiß einfach, dass mein Herz dazu da ist, mich zu leiten, mich zu tragen. Ich fühle mich beschützt, wenn ich in meiner Herzenergie bin, und ich fühle mich bedingungslos geliebt. Doch dann frage ich mich wieder, warum habe ich das früher nicht erkannt? Warum wusste ich das nicht schon früher? Und warum, wenn ich das doch alles jetzt weiß, warum höre ich dann nicht vollkommen auf mein Herz? Warum vertraue ich meinem Herzen nicht vollkommen? Und warum lasse ich mich nicht von ihm leiten und führen? Warum kontrolliere ich immer noch alles? Warum kontrolliert mein Verstand immer noch alles? Und warum schaffe ich es nicht, jetzt, wo ich das erkannt habe, einfach meinem Herzen zu folgen? Einfach morgens aufzuwachen, nicht mehr diese Konditionierung, nicht mehr der Verstand, nichts mehr davon, einfach meinem Herzen zu folgen. Warum schaffe ich das nicht, wenn ich das doch alles erkannt habe? Und warum kann ich diese Kontrolle nicht loslassen, die Kontrolle abgeben und vollkommen meinem Herzen vertrauen? Kann ich das? Geht das? Was ist dafür nötig? Was brauche ich dafür? Was muss ich dafür tun oder auch loslassen? Was ist es überhaupt in mir, was kontrolliert und was die Kontrolle nicht abgeben will? Wer bist du? Warum willst du die Kontrolle? Wen willst du kontrollieren? Was willst du kontrollieren? Das war am 17.10., als ich das geschrieben habe. Und dann habe ich eine Antwort bekommen. Ich habe die Antwort bekommen, frag, ich antworte dir. Mir ist sowas schon mal passiert, aber ganz oft ist es wieder, als wäre das das erste Mal, dass ich mich frage, werde ich jetzt verrückt? Wer redet da mit mir? Wen willst du kontrollieren? Dich. Warum willst du mich kontrollieren? Du kannst es nicht alleine. Da bin ich dann ein bisschen hellhörig geworden, weil das war keine göttliche Stimme, wenn du verstehst, was ich meine. Du kannst es nicht alleine. Und dann kam in mir, ich weiß, wer du bist.
Du bist der programmierte Teil in mir, den meine kontrollierenden Eltern und Autoritätspersonen erstellt haben. Also bist du eine Programmierung, ein Programm, etwas Eingespieltes, was gelöscht werden kann. Aber warum kann ich dich dann nicht einfach löschen? Und dann kam die Antwort, weil du ein Sicherheitsprogramm erstellt hast. Du hast irgendwann entschieden, dass die Personen Recht haben und dass das Programm der Kontrolle deiner Sicherheit dient. Ich habe gar nicht alles aufgeschrieben, aber meine Gedanken spielten weiter und ich war richtig vertieft in dieses Programm. Wer bist du? Warum kontrollierst du mich? Warum kann ich dich nicht löschen? Warum? Wieso? Weshalb? Und dann kam noch eine Stimme. Oh Gott, sie hört Stimmen. Morgen werde ich eingewiesen. Okay. Und dann kam diese... Und ich es ist keine Stimme im Kopf. Es ist wie eine Information, die kommt mit Licht. Mit Licht. Und du hast ein Gefühl dazu. Und dann ist es so, weil da eine Information kommt, dass wir es selber in Deutsch übersetzen. Ja, es kommt aber als Lichtinformation. Vielleicht, ich rieche ja schon wieder so, als würde ich dieses Video veröffentlichen. Egal, wer das irgendwann sehen wird, du weißt, wovon ich spreche. Ich muss es nicht erklären. Diese Lichtinformation hat die Information gegeben, dort, wohin du deine Aufmerksamkeit legst, dorthin fließt auch deine Energie. Deine Liebe und deine Kraft. Jetzt hast du deine Energie auf die Programme gelegt. Wieso, weshalb, warum? Es ist so, wie es ist. Willst du, dass deine Energie und Aufmerksamkeit dort bleibt? Was passiert, währenddessen du dich auf das fokussierst mit deinem Herzen? Nochmal, ich habe es nämlich selber nicht verstanden, was ich hier geschrieben habe. Willst du, dass deine Energie und Aufmerksamkeit dort bleibt? Also mit dort bleibt auf wieso, weshalb, warum? Was passiert, währenddessen du dich auf das fokussierst mit deinem Herzen? Was passiert mit meinem Herzen, während ich mich mit dem Verstand auf die Vergangenheit fokussiere? Naja, nix, ne? Dann habe ich gefragt, wer spricht da? Wer bist du? Dann kam die Information, ist das wichtig? Vielleicht. Ja, irgendwie schon. Das war mir schon wichtig. Ist dir wichtig, wer da spricht? Oder ist es dir wichtig, welche Information zu dir fließt? Kam. Ich habe dann geschrieben, die Information, aber ich muss nicht wissen, von wem die Information kommt, um zu wissen, ob sie der Wahrheit entspricht. Oder? Kontrolle? Du fühlst, ob es die Wahrheit ist. Fühl dein Herz, während du der Information lauscht. Dein Verstand will wissen, wer da spricht, um zu kontrollieren, wenn und ob, wem und ob er vertrauen kann. Und am Ende vertraut er dann doch nicht, weil er kontrollieren will. Ich habe geschrieben, puh, okay. Und das war auch erstmal okay. Und die Stimme oder diese Information hat recht, weil am Ende hätte ich doch nicht vertraut. Ich weiß nicht, wer da mit mir gesprochen hat. Also fühle ich. Ich fühle einfach nur mein Herz. Und dann habe ich eine Übung gemacht, nachdem ich das geschrieben habe, und habe mich auf mein Herz konzentriert. Ich bin mit der ganzen Aufmerksamkeit in mein Herz gegangen und bin in diese Herzensenergie gegangen und einfach da geblieben. Und nach noch nicht mal einer Minute, nach wenigen Sekunden kommt mein Verstand und will mich da rausziehen. Immer wieder. Und ich habe es inzwischen geschafft, das zu steigern, dass ich länger in meinem Herzen bleiben kann. Und meinen Verstand, egal was er sagt, ich ignoriere das dann einfach. Ich versuche es zu ignorieren. Okay. Jetzt kommt ein Impuls, dass das jetzt, glaube ich, erstmal reicht für dieses Video. Und ich lese im nächsten Video weiter. Ich mache jetzt noch eine Übung und gehe ins Herz und lasse die Kamera einfach an und gehe in meine Herzensenergie.